Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deponia. Ja, die Folge heute kommt leider etwas später. Das liegt daran, weil mein Privatleben mich in letzter Zeit ein bisschen stark eingeschränkt hat. Ich hatte nicht so viel Zeit, habe Deponia da total vernachlässigt. Heute Morgen habe ich dann aufgenommen und hatte plötzlich eine grottige Soundqualität, weil ich versehentlich das Mic vorher abgesteckt hatte. Und das hat mein Programm nicht so ganz vertragen und schrecklich. Aber jetzt gibt es einen neuen Deponia-Part. Ich habe den Speicherstand nochmal geladen. Das ist ja alles kein Problem. Das geht ja. Als kleine Entschuldigung, dass die Folge heute so spät kommt, werde ich mich heute noch überwinden und ein Horror-Game-Let's Playen. Ich versuch's zumindest. Mal gucken, ob es euch gefällt. Aber jetzt legen wir mal los. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir diese Datasette hier reinigen müssen. Die Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Mhm. Vorsicht ist also geboten. Okay, das machen wir mal. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Duo wieder sauber. Das Problem ist, wir brauchen erstmal was dafür. Für das kleine Stäubchen. Und zwar brauchen wir hier einen Stabwedel. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ja, ich weiß schon, was ich tue. Das brauchen wir. Dann brauchen wir den Schlüssel. Ich weiß halt jetzt schon, weil ich die Folge jetzt zum zweiten Mal aufnehme. Ach ja. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Ja, Rufus versteht sich ja vorzüglich mit Bonzo. Das muss man ihm lassen. Er versteht sich super mit ihm und Bonzo umgekehrt genauso. So, dann haben wir jetzt den Schlüssel. Dann können wir jetzt also diese Kiste hier aufsperren, bei der wir ja in der letzten Folge erfahren haben, dass sie zugesperrt ist. Machen wir das mal. Kiste auf, bitte. So, brav. Offen. Der Schlüssel kann weg. Ja, nee, ist klar. Schlüssel kann weg. Mhm. Ja, jetzt den Fehler habe ich letztens auch schon gemacht. So, aufmachen bitte und reinschauen bitte. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Na, weißt du, Rufus, nur dass genau diese drei Sachen das Beste gewesen wären. Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Ja, Rufus ist natürlich super duper oberschlau. Wissen wir ja bereits, ist ja nichts Neues hier, ne? Gut, dann können wir ja jetzt die Datasette reinigen. Jetzt haben wir ja alles. Dann holen wir die mal raus nochmal. Und machen wir hier sauber. Ich habe ja gehört, dass das Spiel jetzt nicht mehr lange dauern wird. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oh je, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Gittebäh, hat er gesagt. Gittebäh. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Okay, dann benutzen wir als nächstes den Fettlöser, weil jetzt ist ja schließlich Fett drauf. Nicht gut. Und hier? Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Dann können wir jetzt mit der Drahtbürste drüber. Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Nicht? Okay, na gut. Aber hier ist ja auch noch Dreck. Ich hoffe, das gehört so. Und hier ist auch noch Dreck. Noch ein Fettfleck. Und hier? Nicht gut. So, und jetzt? Schauen wir mal, wo wir den Fettlöser noch überall hinbrauchen. Noch gebe ich nicht auf. Okay, und hier? Ja. Und hier? Ich hoffe, das gehört so. Und müssen wir da nochmal drüber? Ja. Weil wir brauchen ja staubig, fettig und verätzt. Und hier haben wir nur staubig und verätzt. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. So, und jetzt kommt die Drahtbürste. Natürlich macht man auf der Datasette, ist ja klar. Bitte. R, Love, G. Ist klar, Rufus. So gut wie neu. Ja, diese Katze da könnte noch woanders herkommen. Eben. Völlig deiner Meinung, Rufus. Völlig deiner Meinung. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment mal. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja,
und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen. Wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Nö. Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Das täuscht. So. Dann können wir es jetzt einsetzen. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Hallo, Goal. Und schwupp. Und? Hallo? Geht's dir gut? Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Rolfi. Rolfi! Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute, Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. So, aber dann steht sie auf. Nee, ist klar. Okay, wir haben hier mal wieder ganz viele Gesprächsfetzen. Die werden wir jetzt einfach mal durchgehen. Wie spannend. Ich habe dich gerettet. Ja, natürlich. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Ja, nee, ist klar, Rufus. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Ja, ja. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Genau. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Merkt man. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Genau. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Genau. Mein Reden. Okay, und dann das hier noch? Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Okay, das war's dann wohl. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollen den Organon-Kreuzer kapern. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen oder wir sollten Argus eine Falle stellen. Ich bin ja für Falle stellen. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Gut.
gut, dann gehen wir. Na, irgendwie ist die Gute, naja, soll ich sagen. Die schaut aus wie diese Katze Patsch Katzen, nachdem sie so viel Espresso getrunken hatten. Genau so schaut die aus, die Augen weit aufgerissen, so irgendwie, habe ich das Gefühl. Vermutlich, so ein bisschen. So, was machen wir jetzt? Das Boot und die Truhe, ja, wir werden wohl zurückgehen müssen, ne? Die gute Goal geht natürlich gleich mal schön brav voran, weil zeitgleich gehen, dort will das Spiel nicht. Dort wäre halt dann kein Point and Click mehr, wenn die da gleichzeitig gehen würden, ne? Zumindest nicht mehr in der richtigen Point and Click Manier. So, und jetzt sind wir zumindest schon mal hier draußen. Brauchen wir da noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Gut, zum Turm. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Und was erwartet uns? Ja, super. Sieht schon mal sehr, sehr, sehr aufmunternd aus, das Ganze. Das sind Argus und seine Beamten. Ach, nee. Schnelle Deckung. Was also, du nicht sagst. Wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Ja, ist klar. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Okay. Pah, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir gehen jetzt einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare ihnen das lieber. Ja, was willst du denn dann machen, Rufus? Was willst du dann machen? Sag mir das mal. Hier runter kommen wir ja nicht. Einen Schritt näher, ich erspare... Na, Goal. So, hinter dem Turm, da ist ja nichts. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das bringt mir jetzt sehr viel. Von daher, also, Rufus, du bist mir jetzt gerade keine große Hilfe gewesen. Wir hätten die Backup-Daten, das hätte ja super. Eine Tonne voll Wasser. Nur Wasser. Ach nee, was du nicht sagst. Was machen wir mit diesem doofen Strohhalm? Genial! Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Ha, er hat das also jetzt getrunken. Das ist ja toll. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Was bringt mir das? Sollen wir die vielleicht da noch so davor schmeißen? Ich erspare Ihnen das lieber. Hm. Ja, dann bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ich hoffe, du stürzt dich nicht direkt auf sie. Hä? Warum denn nicht? Na, das ist Argus Spezialeinheit. Die absolute Elite des Organon. Hm, du hast recht. Es wäre schade um sie, wenn ich sie einfach töte. Vielleicht, wenn ich einen alten Basketballkorb finde und ein Fondue-Set. Nimm doch den Magnetkran. Mit ihren Metallrüstungen kannst du sie einfach hochziehen. Oder so. Aha. Ja gut, dann müssen wir aber erstmal darüber kommen, ne? Vielleicht können wir doch irgendwie in den Tümpel rein? Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Ja, du hast doch diesen doofen Halm hier. Nimm doch den. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Meine hier. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Stell dich nicht so dämlich an. Ja, das fällt niemand auf, wenn du da reinspringst, Rufus. Ne? Das fällt niemand auf. Kofferraum. Das ist niemand aufgefallen, ne? Niemanden. Okay, was haben wir hier? Jetzt können wir uns die Hupe wohl endlich nehmen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später. Rufus, du brauchst einfach nur deinen doofen Arm ausstrecken, da bekommst du das von allein. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später. Oh, ey, Rufus, du kannst ja echt dämmen. Ich spare mir meine... Na, nicht, ich sag nix. Was macht er denn jetzt? Was war das?
Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ja, dann musst du es halt aufmachen. Du Doofi, du. Ja gut, linkes Fenster. Aha. Können wir jetzt die Hupe nehmen? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Oh ey, Rufus, du bist doch doof. Okay, jetzt haben wir da aufgemacht. Super. Dürfen wir jetzt da rausschauen? Geht das jetzt? Mann, du bist echt... Auch nicht? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme und machen in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!